Ein paar Gesäge wohne ich als Rotenturm und dann auf der anderen Seite ist der Ägeri, gell? Weißt du, kennst du das Ägeri-Tal ein bisschen? Sehr schön, mit dem Seeli und wunderbar. Und dann, das Ägeri-Tal wird sich ein bisschen unterscheiden zwischen Unteregeri und Oberegeri und in der Mitte ist ein Ägeri. Dann hat mal so ein Ägerer, so ein richtiger Ägerer, hat mal eine Reise gewonnen auf Japan über uns. Natürlich Freude gehabt, gell? Und ich sage ihr oben auf den Busbahnhof und dann ist er alt und hat gesagt, hey, das ist eine Reise da noch gewonnen auf das Japan über den Wahnsinn und also Freude, ey, wirklich und also, hey, noch nie ein etwas gewonnen in seinem Leben und jetzt gerade eine Reise auf Japan, Wahnsinn, also Freude sich so und jetzt sollte er ein Billett auf das Japan, ob es da nicht im Sommer hätte, hey, Japan, ein Billett, hä? Ja, dann hat es auch gesucht in den Mägerjungen. Mensch, hat denen ein Billett gefunden. Ja, sie haben aber gewusst, wie ein Schritt in den Mägerjungen. Ja. Bei Haut und Haar, niemand gewusst, wo es das Japan ist. Und über noch einer Stunde suchen, Computer rein, hat sie zu dem Mann gesagt, teure Leute, sie haben hier nie ein Billett auf Japan, aber soll ich mal mit dem Bus bis auf Zugabe, dann kann ich mich auch noch weiter fragen. Hä? Der hat sicher nicht, das ist der auf Zugabe. Und der hat ein paar Mal von Schalten gesagt, ha, sei ja da, ha, ein Reise und gewonnen auf das Japan über den Wahnsinn und so. Freude heuer und ha, aber ein Billett sollte er noch haben, könnt ihr es nicht da? Und dann hat es da zu und wieder gesucht, hast und alle Kästen ausgerupft und alle Schubladen rausgerupft und überall und hier, ich habe nie ein Billett gehabt. Wieder vor noch einer Stunde ist der Mantel gesagt, also da wäre ein Leid, sie haben wirklich nie einen übersommen, aber er soll doch einmal auf Goldau runter, mit Zug. Der heisst sicher nicht. Dann ist der auf Goldau und der dann schalt und der reist er noch unten auf das Japan über ihn. Wirklich, also. Aber dann wären es dann gleich. Ja, mal noch. Oh, wenn. Du mal vielleicht noch ein Billett auf das Japan. Hast du nicht. Haben sie gesucht, das Goldau? Ja, mit der Haut und der Hörn und der vorne nie ein Billett. Und wieder etwa noch 2,5 Stunden ist der Mantel gesagt, eure wahnsinnig leid, sie haben hier nicht. Aber er soll doch mal auf die Pfeffiken raus. Selbst sagt er noch, fast die Schleuste im Kanton Schweiz. Selber weiß ich ganz bestimmt schon. Wieder auf die Pfeffiken raus und David an den Schalter gesagt, wir haben hier eine Reise zu tun und wohnen auf das Japan. Und ja, jetzt also. Wäre es schon froh, wenn es noch. Nicht einmal nicht noch ein Billett hat hier. Hä? Also. Ja, langsam wäre ein bisschen ranzig. Also, Freie sich so gefreut und jetzt so, also, wieder gesucht, Pfeffig, weil hier, da kann ich wieder nie einen so Billett. Ihr weißt, mit dem nicht mal das Jotz gehabt, Pfeffig. Wir schweigen dann das Abband, gell? Zu dem Mann, der gesagt hat, ja, sie haben hier nichts, aber er soll doch auf Zürich ab, ja, selbst hat den Fitzzauchen mit den Zürcher, was? Und dann etwa mit 6 Stunden Verspätung und etwa 20 Mal am letzten Ort einsteigen ist er und verfahren und überhaupt ist er mit einem verdammten Verrückten in Zürich und einem HB hingeschifft und ist der Schalter und hat gesagt, dass jetzt müssen augenblicklich so ein Billett auf den Laden, wenn wir sie jetzt noch verladen sehen, dann ist voll auf das Japan heim, wenn wir überall, wo er hergegangen ist, jetzt noch ein Billett auf den Laden, richtig sehen, wenn ich stinkt, warum sehen, jetzt augenblicklich ein Billett und können wieder daheim ab, das können schießen, richtig anfangen, dann augenblicklich ein Billett auf den Laden. Hahaha. Affe. Zürich unten wieder dasselbe in grün, gell, auch mit den Nieren und hätte aber das Mantel ein bisschen beruhigen und gesagt, ja wahrscheinlich müssen wir ja mit dem Flügen auf Japan, soll mal auf Kloten in den Händen. Und dann das Kloten oben endlich, etwa noch, ja, weil er noch einen Tag ist gegangen, hätte sein Billett bekommen, ist mit dem Flügen, gell, auf das Japan über und in der Usidei und Ferien und ja, das ist schön gesehen in dem Japan hier. Ja, das Mantel ist so richtig aufblüht. Wie eine Sonnenblume ist er wieder gekommen. Ja, komm, Freund, weißt du, ein Schlitzäugli und ein Riesenresse, weißt du, das Wut, ja. Richtig schön hat es gehabt auf jeden Tag von der schönsten Ferien, das Mantel. Und dann nach 14 Tagen hat er wieder müssen her, dann ist der Japan hier auf den Flughafen und hat gesagt, er sollte ein Billett haben auf Ägeri.
Du hast das Fräulein am Schalter gesagt, unten legen oder oben legen. So, wie wir angefangen haben, hören wir drauf, machen wir ein Zäuerli und dann wünschen wir einen schönen Abend.